So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Street. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Event, und zwar Import Tuner. Aber wir gehen erstmal in die Werkstatt, gucken mal, was wir an Kohle ein bisschen investieren können. Oh, eine Auspuffanlage, ja. Das geht immer. Wir nehmen erstmal die hier, die Boomers, die sind cool. Zumindest wenn, danach gucke ich mal, dass ich die Corsa hier unten nehme, die haben nämlich... Ah, gut, sehr gut. Nitro. Haben wir ein bisschen Kohle? Ne, wir haben gar nichts, ne? Ja, wir müssen mal so nach und nach ein bisschen was tun. Gucken wir mal, was der Lack betrifft. Alles lackieren. So, wir nehmen jetzt mal Primär. Ah, ich weiß, ich habe nicht genug Kohle. Also 2000 brauchen wir, um das Auto zu lackieren. Okay, gut zu wissen. Die kriegen wir aber relativ schnell zusammen. Wie viele Events haben wir denn heute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 haben wir nur. Okay, das kriegen wir hin. North Yard. So. Abzahl Villa Iron und überquere die Ziehen. Als erstes ist also ein klassisches, normales Rundkursrennen. Oder was ist das? Sprintrennen oder was? Ne, ist ein Rundkursrennen. Tschüss, Roberto. Muss ich mal jetzt ein bisschen rangucken. Hauen da vorne. Aua. Das hat schon mal dicke Zeit gekostet. Da ist er schon wieder da vorbeigerutscht. Und der Führende da vorne, der zieht mir da weg. Mal wieder ein bisschen rankommen jetzt. Nämlich zwei Runden, zwei Sekunden der Rückstand. Ja, wird schon wieder dran an ihm im Feld. Oder an ihm. Hier, Kate. Müsste eine Frau sein. So, das haben wir jetzt gerade erledigt. Einmal kurz weggedreht. Das ist ja auch mit ein bisschen das Ziel des Spiels. Wobei der Spaßfaktor teilweise extrem groß ist. Also es macht halt echt zum Laune mal genau diese Variante zu nehmen. Es hat dann die Nifos V3 wird es nicht rankommen, das ist klar. Aber... Wieder für den Preis brauchen wir noch nicht viel erwarten. Aber trotzdem, macht Spaß. Hier ist es mal was anderes. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das Spiel überhaupt auf YouTube spielen. Mit Crossing Tracks machen wir weiter. Genau, haut mal erstmal alles weg. Das ist so eine Streckenführung hier. Thank you.
wir sind jetzt wieder dran und der spitzt aber trotzdem. Insgesamt gibt es übrigens 5 Runden. Und wir sind nicht da so. Wir sind immer noch letzter. Hau ab von mir. Ich muss jetzt gucken, dass wir tatsächlich das mit Fette aufgeholt bekommen. Ich dachte, okay, wir sind wieder dran an dem. Aber scheinbar dann doch nicht. Scheiße. Nur 17 Sekunden, ey. Ich dachte, dass wir das im Ganzen nochmal neu machen müssen. Moment, es könnte sein, dass wir hier schon wieder dran sind an dem. Ja. Ich glaube aber nicht, dass wir das gewinnen können. Wir sind jetzt wieder dran an dem, aber... Ah, ja, ist ja gut, ey. Vierter, ja. Scheiße, jetzt hätten wir fast... Ich habe eine Runde länger immer noch gehabt. Versuchen wir es nochmal. Eine Runde länger, ich hätte das Ding gehabt. Solche Dinge darfst du nicht passieren. Will man dann einen gewinnen? Jetzt sind wir schon mittlerweile in der vorletzten Runde. So. Geschafft. Yes.
So. Gut. Nächste Rennen. Adrenalin Rush. Das Auto nehmen wir es mal. So, der ist gut geflogen, der Kollege. Drei Runden geht sie durch. Wenn wir vorsichtig hier durchkommen, Anführungszeichen. So. Konzentrieren jetzt. Vorsprung das war 8 Sekunden. So. Gewonnen. Die Kohle nehmen wir schön mit. Und Level Up. Zeit für den nächsten Schritt. Heute Import Nights. Heißt nicht bei dem neuen Event willkommen. Mal sehen, wie du dich schlägst. Das machen wir dann aber nicht jetzt. Das machen wir nämlich jetzt mal das hier noch zu Ende. So. Bei 750 sind die verfügbar. Das heißt, das wäre ja schon dran. Aber wir machen jetzt mal weiter mit den Importuner. Da fehlen uns nämlich noch 3 Rennen. Nehmen wir das hier als nächstes, Rennen Nummer 4. Jetzt wieder ein kleines Zeitfahren, 50 Sekunden haben wir Zeit. Also dem, so. Ja. Ist ja für die Hose egal, zu welchem Ding wir fahren müssen. Ja, den ersten habe ich jetzt erledigt. Ach, wir müssen alle drei fahren. Okay, wir haben keine vorgegebene Route. Wir müssen tatsächlich alle drei anfahren. Aber C haben wir jetzt auch. Erledigt. Okay.
zu wissen. Nächste Rennen, Rennen Nummer 5. Ja, ein Time Trial haben wir noch. Und dann haben wir noch mal ein Boss Race. Okay. Run for the Bots. Auf geht's. Haben wir da ein kleiner Zeitsprint. 2 Minuten 4. 18 Betreuungspunkte. Das ist unsere nächste Aufgabe. Das war die Schussstange, oder? Ne, die Tür war es. So. Spielermäßig so stellenweise mal so an die alten Burnout-Teile. Weil ja auch das Ziel, hauptsache werden jetzt dann die Gegner einfach wegcrashen. Oh, hier kennen wir ja die Ecke. Weil der diese Strecke mit der 8. Das haben wir geschafft. Ziemlich souverän sogar. Für noch ein Rennen und dann sind wir durch. So, 100 Erfahrungspunkte, das heißt Level Up. Und wir haben ein neues Crewmitglied, nämlich Alex. So. Ah. Gut, dann gehen wir mal in die Werkstatt. Wir haben ja ein bisschen Kohle jetzt. Wir hauen mal ein bisschen Leistung rein in das Auto. Das Cheater-Modul machen wir ein. Kohlewellenmotor haben wir noch nicht. Ja, ein bisschen aber ein bisschen Leistungsbringen würde. Gut, Zwischenkühler mal rein. Ja, wieder ein bisschen Leistung bringen würde. Ach, sie haben es jetzt. Nee, haben sie nicht. Okay. Stabilisator in das Auto rein. Gewindefahrwerk. Da haben wir die Kohle nicht. ESG, was ist das jetzt schon wieder? Aber das stabilisieren wir schon hier wieder. Gehen wir mal rein. So, mehr Kohle haben wir leider nicht mehr zur Verfügung. Aber das Auto hat schon wieder ein bisschen mehr Power. Warte mal, Werkstatt mal. Autosammlung? Hä? Was? Autosammlung? Wir haben nur noch ein Auto. Achso, wir könnten mehr Autos kaufen. Ah, wir könnten doch mehr Autos kaufen. Ich dachte, das wäre nur das eine. Gut zu wissen. So, Karriere. Letzte Rennen. Importuna. Und zwar das Boss Race.
Runny, Servus. Drei Runden, ne? Gut, dann muss ich mich jetzt noch auf einen Gegner konzentrieren. Und nicht auf vier oder fünf, die mir einen Zähler wollen, nur eine. Das macht's für mich vielleicht ein bisschen einfacher. Geh mal weg da. Okay, der hat nicht ganz gesessen. Ich dachte, der wäre ein bisschen weiter geflogen. Kann ich eigentlich die ganze... Kann ich die Typen komplett zerstören? Nee, ne? Ja, komm, fahr mal einfach mit irgendwie. Ah, ich glaube, das weiß ich, es gibt doch schon so was aus. So, Runde 2. Also etwas mehr als anderthalb Runden, anderthalb Minuten pro Runde. Bei der nur noch 3. Bist ein bisschen durchgekommen gerade. Ich fahre mal jetzt wieder dran. Also der ist momentan nicht klein zu kriegen, platt zu schütteln. Fehler darf ich keine machen, sonst ist das Semester nämlich hier vorbei. Ich abheben, Auto, nicht abheben. Aber wirklich wegkomme ich nicht hier. Nur was habe ich gerade zerstört. Ich frage es wen. Hä? Nino oder ne? Kann man nicht. Ich wäre nicht nur anderthalb Sekunden hinter mir. So, letzte Runde. Scheiße! Das war scheiße unnötig. So, du gehst erstmal irgendwelche, in irgendwelche Dings baden. Meine Telefon war sehr unnötig, den hätte ich eigentlich nicht mitnehmen müssen. Boah, hat er mir eine Sekunde gerade abgenommen. So, auf 2,5 Sekunden jetzt keinen blöden Fehler mehr machen. Und dann haben wir das Ding. Der war nicht ohne, der Typ. Und dafür gab es 2000 rein.
So, den habe ich. Gut. Dann sind wir da jetzt auch durch, glaube ich. Ja. Sehr schön. Gut. Der nächste wäre Out Import Nights. Die machen wir dann aber, wie gesagt, morgen. Wir gehen nochmal kurz in die Werkstatt gucken, was wir noch drin haben. Weil, ne? Ein bisschen Lack brauchen wir auf unser Auto auch schon. Weil sonst sieht es einfach scheiße aus. Primär. Ja, drauf damit. Okay, gut. Haben wir das erledigt? So, Freundschaft. Ach, Neon gibt's auch. Okay. Cool. Gut zu wissen. Gut, dann machen wir morgen weiter. Bis dahin. Tschüss.